Ehe wir beginnen, tief im Herzen drinnen, zünden wir ein Lichtlein an, das uns leuchten und wärmen kann. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Barbara Masur und ich heiße dich herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwoch, 1. Dezember 2021. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Der Advent ist da. Weihnachten steht vor der Tür und viele Kinder öffnen heute ihr erstes Türchen am Adventskalender. Ja, wir Erwachsenen gehen ja leider oft leer aus und ich möchte diesem ein Ende setzen. Und deshalb gibt es ab sofort auf meiner Internetseite einen wunderschönen Adventskalender für dich. Einfach mal vorbeischauen und stöbern, was dich da heute für Schönes erwartet. Am Ende des Videos wird natürlich nochmal die Adresse eingeblendet. Ansonsten findest du auch immer alles im Beschreibungstext. Ja, jetzt diese schöne Fee möchte sich leider gar nicht in die Kamera drehen. Naja, lassen wir sie mal so, wie sie möchte. Ja, heute gibt es eine wunderschöne Botschaft von den Feen. Du darfst gespannt sein, ich bin es auch. Wir sehen uns gleich wieder. Geliebte Erdenkinder, mein Name ist Hera. Ich komme aus dem Reich der Feen und bin heute hier bei euch, um euch an euer Kindsein zu erinnern, an eure Freude. Ihr, die Erwachsenen, habt vergessen, wie es ist, in der reinen Freude zu sein. Viele von euch haben großen Stress im Alltag, sind eingebunden in Beruf, Familie, Haushalt und es fehlt ihnen die Zeit für sich. Am Abend sind sie oft zu müde und deshalb laden wir euch ein. Verabredet euch mit euch selbst. Und dann genießt die Zeit. Habt Spaß, habt Freude. Seht, wie die Kinder es machen. Sie zeigen es euch. Jetzt kommt die Zeit, wo der Schnee vom Himmel herabfällt und die Schlitten herausgeholt werden. Die Skier und was man sonst noch so braucht, um gut durch den Winter zu kommen, mit Spaß am Schnee treiben. Unsere Empfehlung ist, nutze diese wunderbare Zeit, nutze den Winter, bau dir einen Schneemann in deinen Garten. Mach eine Schneeballschlacht mit deinen Liebsten oder rodel mit deinen Kindern den Berg hinunter, anstatt nur oben da zu stehen und zu warten, bis sie fertig sind. Lass das Kind wieder in dir aufleben. Habe Freude, genieße die Zeit. Und solltest du keine Kinder haben, dann ist das gar nicht weiter schlimm, denn es gibt so viele Kinder auf dem Berg am Rodeln, da fällt eine Mutter ohne eine Frau ohne Kinder gar nicht auf. Trau dich einfach. Du schaffst das und es tut dir gut. Und wenn dir das immer noch zu unbehaglich ist, dann triff dich doch mit jemandem
und begleitet die Familie zu ihrem Ausflug. Du kannst ja auch einen Hund ausleihen. Es gibt viele Hunde, die bedürftig sind und die sich freuen und angewiesen sind auf Menschen von außerhalb, damit sie mit ihnen spazieren gehen und spielen. Auch das ist eine Möglichkeit, um wieder in die Freude zu kommen, in den Spaß. Lass dein Herz wieder lachen. Lachen ist ansteckend und verbindet. Lachen heilt. Wir wünschen dir einen wundervollen Tag. In der Freude, im Spaß am Kindsein. In Liebe, Heira aus dem Reich der Feen. Wunderschön. Vielen Dank an die Fee Heira. Eine sehr schöne Botschaft. Tatsächlich bin ich gestern sogar unterwegs gewesen mit meinen Kindern Schlittenfahren. Wir haben direkt die ersten Schneeflocken ausgenutzt und haben eine Stunde Spaß gehabt. Das war wunderbar und ich freue mich immer. Tatsächlich stehen da viele Eltern rum und unterhalten sich, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich muss gestehen, ich sitze viel lieber hinten mit drauf und habe Spaß. Es ist wirklich lustig. Ja, also zum Glück sind wir dieses Mal nicht umgefallen wie im letzten Jahr. Oh, da haben wir uns richtige blaue Flecken geholt. Aber ja, das war dieses Mal nicht so. Und es ist einfach eine wunderbare, schöne Zeit und die Kinder genießen das auch so. Also für alle die, die jetzt zuschauen und Kinder haben, die Kinder genießen das sehr, wenn die Eltern mitmachen und nicht oben rumstehen und sich unterhalten und nur zuschauen. Und vielleicht gar nicht, noch nicht mal zuschauen, sondern ganz in ihrem, bei ihrer Sache sind, in ihrem Element sind. Ja. Ich kann dem nur beipflichten. Also ich unterstütze das sehr und ich freue mich auch, dass Heira das uns heute erzählt hat. Denn ich mache das sehr oft mit meinen Jungs. Auch auf dem Spielplatz, da schaukel ich dann manchmal auch mit. Oder wir wippen zusammen. Oder balancieren. Ja, tatsächlich ist es für mich um einiges einfacher, weil ich habe halt zwei Kinder und die fordern mich auch auf. Aber es gibt auch genügend Erwachsene, die machen das ganz ohne und das finde ich toll. Man kann ja sonst auch am Abend auf den Spielplatz gehen, wenn alle anderen weg sind und nutzt dann die Schaukel als Beispiel. Schaukeln ist übrigens auch eine ganz heilsame Sache. Diese Hin- und Herbewegung, die ist sehr förderlich für den Körper einfach. Und umso länger die Schaukel ist, umso besser ist das. Das geht richtig tief in Mark und Bein, hätte ich bald gesagt. In den Körper hinein, ins Energiefeld. Ich habe leider nicht so eine riesige Schaukel, aber wäre mal interessant, ob es da wohl Therapieformen von gibt. Schaukeltherapie oder so. Ja, es gibt sehr, sehr vieles an Möglichkeiten. Gut. Ich habe ganz am Anfang von meinem schönen Adventskalender erzählt. Den findest du jetzt auf meiner Internetseite und die Adresse wird jetzt unten eingeblendet. Auch auf meiner Telegram-Gruppe gibt es immer mal wieder wunderbare Botschaften aus der geistigen Welt von den Engeln. Und da lade ich dich auch herzlich zu ein, vorbeizuschauen und beizutreten. Die Adresse wird jetzt
hier unten eingeblendet. Und wenn dir das zu schnell geht mit dem Abschreiben, einfach in den Beschreibungstext gucken. Da steht alles drin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es und abonniere auch gerne den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Aktiviere die Glocke, damit du immer rechtzeitig informiert wirst über neue Updates von mir. Uploads, Entschuldigung. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Mittwoch in der Liebe und im Licht der Urquelle und ihrem Segen. Genieße diesen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Alles Gute, deine Barbara Masur. Tschüss.